Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge meines Let's Plays vom LS17 Ostalgie auf der Petite Île, der kleinen Insel Snuva. Ja, die Sojabohnen auf Feld 18 runter. Jetzt können wir schon mal wieder hingehen und für die nächste Saat oder Aussaat vorbereiten. Das heißt, da werden wir jetzt aber schnell der Helfer losschicken, weil wir müssen natürlich jetzt endlich die Sojabohnen zur Sojamilchfabrik bringen, um da auch wieder Schweinefutter produzieren zu können. Ich meine, es war jetzt natürlich nicht grausig viel, was wir da runtergeholt haben. Ich zeig's euch gleich. Da in diesem reizenden blauen Anhängerchen ist nämlich ja, die komplette Ausbeute drin. Einfach mal hin. Wiederum schicken wir den am besten los. Naja, also ich denke mal, Hänger bleiben wird wahrscheinlich irgendwo sowieso. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass es der normale Helfer macht. Ach ja, okay. Ja gut, ich habe hier die... Der Franz. Der macht es schon. Die AI Vehicle Extension gar nicht drauf. Brauche ich bei der Feldform eigentlich auch nicht. Das funktioniert so, also ohne Probleme. So, dann werden wir uns mal zur Sojamilchfabrik begeben. Also ich hoffe natürlich jetzt, dass das von der Uhrzeit ja noch passt. Aber das werden wir gleich feststellen. Oh, gibt es hier hinten keine Einfahrt? Ne, über die Brücke wollen wir nicht drüber. Das ist ja nicht so schön hier. Natürlich gibt es ja auch Einfahrt. Man sollte halt nur nicht dran vorbeifahren. War ein Eingang geöffnet, war ein Ausgang auch geöffnet. Okay, war ein Ausgang, bringt ja nichts. Mal haben wir den da auch. Ach ja, Abkipp. Eine andere Abkippseite vielleicht? Nein, haben wir nicht. Dann bin ich, ja. Ein gutes Stück zu weit weg. Jetzt habe ich gedenkt, es reicht. Jetzt reicht es. So. Dann gucken wir jetzt auch gleich mal, was sich hier tut. Achso, da müssen wir jetzt umschalten, genau. Also Wasser haben wir, Treibstoff ist da, ja, 8359 Liter Sojabohnen, ist jetzt nicht die Welt, aber besser als gar nichts. Dann sollte eigentlich auch in ein paar Minütelchen die Produktion wieder anspringen. Wir gehen jetzt hin und fahren den hier wieder zurück zum Getreidehof, weil zu ernten dürften wir eigentlich theoretisch schon nichts haben. So, wie sieht es denn aus? Genau, auf der 8 ist der Franz am Düngen. Die 3 ist am Wachsen, die 4 und die 2, die 10 auch. Ja. Und dann haben wir ja gesagt, wir machen... Na, ich denke mal, wir werden auf die 8. Werden wir auch wieder Sojabohnen drauf machen, wenn die 2, also 2, 4 und 3 haben wir ja Sojabohnen. Ihr seht schon, 10 haben wir Sonnenblumen. Und wenn die Sojabohnen von der 2 runde sind, machen wir da mal Kartoffeln drauf. Ich habe ja da so ein paar niedliche Roder, die ich gerne dann austesten möchte.
Hoffentlich wird das nicht wieder so ein Dilemma wie mit dem Maishäcksel. Wobei ich glaube, mein Landmaschinenhändler hier auf der Insel wird es ja freuen, gell? Der hat da gut Kohle mit mir gemacht, kann ich euch sagen. Ah, ich würde gerne das mieten. Bring das mal. Ja, okay. Nee, doch nicht. Was anderes. Nimm es wieder. Ich nehme dann doch der große Häcksler. Eigentlich können wir den auch hier. Ja, den lassen wir hier stehen, brauche ich ja öfter. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Wenn der am Düngen ist, dann können wir eigentlich den hier gleich hinterher schicken zum Grubern. Und dann müssen wir auf jeden Fall zum Viehhof, weil da gibt's Malheur. Nur halt mal höher. Auf dem Viehhof. Ach, guck an, die Pflanze ist schon fertig. Menschenskinder, das ging ja fix. Dann darf der natürlich auch mit. Ich fahre jetzt hier das Gemüse so. Jawohl. Klappen wir den mal aus. Zack, 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 zack. So, nächster. Der Jonas. Schön warst du, das Jonas, ja. Sehr schön. Oha, oh Franz, das... Oh. Das hätte ins Auge gehen können. Gott sei Dank hat es hier keine Gräben. Das hätte mir jetzt noch gefehlt. So, dann stellen wir die Düngerspitze auch gleich wieder hier ab. Und dann denke ich mal, werdet ihr Malheur sehen wollen. Ich könnte ja auch gemein sein, gell, und das wieder beseitigen, ohne dass ich es euch zeige. Aber so, so bin ja nicht so. Ne? Ich bin ja nicht so. So, jetzt müssen wir bloß gucken. Sind wir, jawohl, da sind wir schon richtig. Schnell hochkriechen. Hüpf. Ja, also von... Also wenn ich das jetzt so hier sehe, sieht es eigentlich... Sieht es harmlos aus. Naja, also nicht so wirklich. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe hier schon ein bisschen angefangen. Ich war aber ja nicht zufrieden. Ich war not amused hier über diese Lösung. Ich hatte ja diesen großen, blauen, langen Ballensammelwagen. Der hat ja eigentlich auch ganz gut funktioniert. Bis auf das Problem, und hier kann man also wirklich nicht sagen, dass das am Boden liegt, dass es irgendwie schief wäre oder so. Beim Abladen schmeißt er die Ballen irgendwie aus so einer Höhe runter, dass sie hinten alle umfallen. Also das war jetzt hier
Nur vom Abladen sind die mir hier durch die Gegend geflogen. Und da habe ich, muss ich ehrlich sagen, keine Lust, dass ich jetzt da rumzirkel in dem Gang, weil bis ich die da hinten irgendwie ins Eck geschoben habe, habe ich da vorne wahrscheinlich alle abgeräumt. Ja, und dann hatte ich das Problem, ich habe auf der Wiese, auf der Nummer 16 hier bei der Kuhweide, habe ich Heu gemacht, habe gepresst, habe die Ballen. Ich wollte, sag mal so, ich wollte die Ballen hier einlagern, ja. Und dachte mir so, hier war ja noch so ein Rest an Heuballen drin. Ich dachte mir, ich mache den Ladewagen jetzt voll mit den Heuballen und kann die dann schön hier so als großer Stapel praktisch reinstellen. Und ja, irgendwie, also ich bin dann hier reingefahren und leider Gottes hat sich der Ladewagen die Strohballen von gegenüber gegrapscht, sodass ich also halbe halbe im Ladewagen hatte. Halb Strohballen und halb die Heuballen. Ja, und irgendwie musste ich das ja wieder auseinandersortieren, also habe ich die Heuballen da erstmal, ich möchte jetzt nicht sagen, hingeschmissen, ja. Liebevoll beiseite gestellt. Und das gleiche natürlich mit den Strohballen, weil ich musste die erstmal wieder auseinandersortieren. Ja, und dann dachte ich, ich kann hingehen und kann mir die halt einfach ja, mit dem Ladewagen hier wieder ordentlich reinstapeln, aber funktioniert halt echt nicht. Also, egal wohin ich sie ablade, mir ist es auch passiert, aber wenn ich ganz hinten dran an der Wand ablade, dann, keine Ahnung, irgendwie springen die Ballen dann so und die obersten fallen auf jeden Fall runter. Also so gefällt mir das nicht. Das sieht nicht so schön aus. Jetzt bin ich halt am Überlegen, wie wir das am besten machen können. Ich hatte mich jetzt hier auch schon mal bewaffnet, aber ich weiß auch nicht. Also die Ballen jetzt alle da von Hand sortieren. Also die muss ich sie dafür wieder rausholen. Und ich habe halt, also ich kann mal gucken, aber ich meine, ich habe für die Ballen höchstens der. Das sieht mir. Das ist so ein Drehschemel, oder? Ne, das kann man schon gleich vergessen, weil den kriege ich ja gar nicht. Den kriege ich ja gar nicht anständig da reingestellt. Das ist so ein Drehschemel. Gut, bei dem weiß ich es jetzt nicht, aber ich glaube nicht. Bei dem ist ja das Problem, dass der die zu eng beieinander stellt. Ja, und dann. Dann wird die Auswahl doch eng. Können wir mal gucken, was die, wenn wir gerade schon dabei sind, was die Tierchen machen. Was machen sie denn? Kühe. Oh, Kühe brauchen Wasser und Gras und Kraftfutter. Ja, das können wir machen. Wir haben ja alles da. So, das lassen wir mal. Wir können das mal anbauen. Sieht besser aus, glaube ich, oder? Man soll das schon mal drehen da drin. So. Hoffe ich, dass ich jetzt hier den da zu fassen kriege. Da wirklich nur den. Brauchen wir unser Schäufelchen. Eigentlich können wir auch hinten rumfahren, gell? Sind zu so umständlich zu dem Regal. So, die machen wir hier rein. Da bräuchte ich eigentlich fast immer ein Gewicht,
mal an denen halt diese riesen Teleladerschaufel dran passt. Aber soll ich euch was sagen? Ich bin dafür immer zu faul. Was ist da los? Machst schon schlapp? Ne, ich habe die Schaufel einfach bloß wieder doof hingestellt, glaube ich. Na klar. Na jetzt aber. So, jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt kippelt er dann nämlich ganz ordentlich. Ich hoffe, ich schmeiße jetzt nicht wieder neben dran. Nee, ich habe sogar getroffen. So, wie sieht es denn mit der Mischung aus? Es ist jetzt natürlich auch nicht mehr so wirklich viel da, gell? Dann dürfen wir uns ja bald wieder an Grassilage versuchen. Oh je, oh je. Darf das Hildchen dann beim Verdichten im Silo wieder Walzer tanzen? Ja, jetzt sieht es doch brauchbar aus. Sehr schön. Schaufel runter. Kriege ich denn jetzt den kleinen Rest da nicht aufgesammelt, dass ich den vielleicht auf den Haufen da schmeißen kann? Ja. Sehr schön. Wenn wir jetzt gleich mal so Schäufelchen wieder loswerden, weil da ist ja unser kleines Wasserfass. Nicht mehr. Ich lasse mal das mal, obwohl. Da steht es ja wieder so arg im Weg rum. Müssen wir jetzt gleich mit unserem Futtermischer oder mit unserem, ja, wie soll ich sagen? Selbstfahrenden Futtermischer mit Düsenantrieb. Was haben wir für eine Abgibseite? Links. Ich brauche mal rechts. Rechts brauchen wir so. Aus. Nee, stimmt überhaupt nicht. Andere Seite brauchen wir. Brauchen doch links. Hat schon gepasst. Ausmisten dürfen wir auch langsam mal wieder, sehe ich gerade. Ich hoffe, das passt jetzt. Oh nein. Ist es denn die Möglichkeit? Echt jetzt? Wegen 850 Liter, die wollt ihr nicht mehr? Jetzt seid mal nicht so.
Seid nicht so, wie ihr seid. Wisst ihr, was wir jetzt einfach machen? Wir kaufen uns eine Kuh. So. Kaufen. Eins, ja. Da kenne ich ja nichts. Ausmachen müssen wir natürlich noch. Aber der ist echt nicht schlecht. Also das macht richtig Laune. Und ich fahre ja auch nicht mehr auf der Straße damit. Jetzt haben wir ihn auf dem Hof. Und oder ich fahre mit dem mal zu dem Patissier, wenn er denn irgendwann mal offen haben sollte. Werde ich da mit dem Futtermischer mit dem Futtermischer, mit dem Futtermischer hinfahren und sage so, da bitte einmal voll machen. So, gut. Dann werde ich mich jetzt weiter um die Kühe kümmern und komme damit für diese Folge zum Ende. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und sage Tschüss.